Aero Airlines. Also einmal kostenlos, bitte nach Korsika. Flachköpfe. Wir fahren nach Korsika, machen Flachköpfe. Ich hoffe, dass du unsere Dienstleistungen dankbar bist für unsere Dienstleistungen. Okay. Relikant gibt's hier. Und Baskulin. Und Barsch war auch noch. Okay. Hier gibt's ein paar seltene Fische. Hier gibt's Schickis am Land. Ist bestimmt ein Rare. Und ich bin direkt auf Anhieb reingerannt. Ist ja natürlich ärgerlich, dass ich kein Sync-Pokémon dabei habe und jetzt auch nicht aktiv jetzt hier Schickis farme oder so. Aber ja, wir nehmen das einfach mal mit, das eine. Gucken mal. Vielleicht hat's verboostet. Warum nicht? Und wenn es schlecht ist, kann ich es immer noch irgendjemandem verschenken. Shadow wird es wahrscheinlich nehmen wollen. Kann ich sie morgen fragen, ob sie es haben will. Kannst du mal bitte aufhören, hier auszubrechen? Ja? Junger Bursche, du hast Hausarrest. Bleib in deinem Ball. Ich hole gleich die Route raus. Ja? Aber hier nicht die Windschulrute, sondern im Ball bleiben. Na also, geht doch. Oh Gott, ist der scheiße. Was? Minus Attack, plus Special Def. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Der benutzt doch Special Attacks, oder? Benutzt der eigentlich Attacken? Eigentlich gar nicht so schlimm. Ich mache mal einen Screenshot und frag mal im Clan, ob das gut ist oder Bullshit. Moment. Discord. Wo ist der Clan? Da ist der Clan. Was die sagen. Bin ich mal gespannt. Ich lasse den mal hier so rumschwirren. Vielleicht kommt jemand rein und möchte ihn sich angucken. Rare Candy. Kann man hier auf das Wasser raus? Ne? Das ist kein surfbares Wasser. Ich drücke gerade hier Lapras und ich kann keinen Surfer auslösen. Was merkwürdig ist, da die Spawnliste eigentlich auch Wasser-Spawns anzeigt. Also irgendwo muss hier noch ein Wasser sein, was surfbar ist. Schauen. Vielleicht in der Mitte der Insel so ein kleiner Teich nochmal. Ich kann hier immer noch keinen Surfer einsetzen und ich kann auch nicht drauflaufen. Komisch. Mehr ist hier nicht? Ernsthaft? Was ist denn das für eine Insel, ey? Wahrscheinlich einfach nur, um Schickis zu fangen. Oder halt andere Wasser-Pokémon. Aber ohne großartig Story oder sowas.
Aber einen kleinen Dungeon oder sowas hätte ich mir noch gewünscht. Mal schauen, da ist noch was. Secret Agent Stonky. Stonky. Gucken wir mal. Ein Simon. Ein Schiff, ein kaputtes. Also wenn die Items hier sich alle 7 oder 14 Tage oder sowas resetten, könnte man hier eventuell ab und zu mal zum Sonderbonbon farmen vorbeikommen. Aber ansonsten sehe ich gerade noch nicht so den großartigen Sinn dieser Insel. Da hoch? Nee. Brücke ist kaputt. Oh. Fishing Contest. Ach, deshalb ist die Insel da. Ich hab mal was von so einem Fishing Contest gehört, wo du dann, glaube ich, ein Zugticket oder sowas gewinnen konntest, dass du dann 2 Wochen lang oder so kostenlos Zug und Schiff und so was fahren kannst. Hm. Okay. Expert Fisherman. Ja, okay. Macht Sinn. Okay. Hallo, ich bin Geheimagent. Meine Spezialität ist Spionage. Sollte ein Geheimagent normalerweise nicht die Tatsache geheim halten, dass er ein Geheimagent ist? Nur mal so ein Vorschlag. Also habe ich ein bisschen rumgeschnüffelt, und habe herausgefunden, was für Pokémon man für den Fishing Contest abgeben kann, was man dafür abgeben kann. Möchtest du auch etwas darüber lernen? Ja, großartig. Über welches Pokémon möchtest du was lernen? Oh mein Gott, nein, lass mich in Ruhe. Es findet gerade kein Contest statt. Also, oh cool, ne? Man kann die Pokémon, die man hier fangen kann, sogar sehen. Witzig. Ah, es tut mir leid, aber es gibt gerade keinen Angelwettbewerb. Der Angelwettbewerb wird am Samstag gegen Mittag GMT plus 2, also das ist unsere Zeitzone gerade, also gegen Mittag in Deutschland starten. Du wirst 30 Minuten im Voraus darüber informiert werden. Ja, ich habe eigentlich kein Interesse dran. Oh, Corsi. Okay, es gibt auch Bosse. Jesse und James. Team Rocket, los! Mit Lichtgeschwindigkeit! Ein Pokémon Center. Ich kann ein Pokémon verwandeln, aber du musst erstmal innerhalb der Top 3 im Wettbewerb abschließen. Okay. Walross Kastanie. Den Namen habe ich schon mal gesehen. Walross Kastanie. Das ist doch einer der Discord-Mods oder sowas von Pokémon Revolution Online. Ich habe schon öfters irgendwelche Pings gesehen über Updates oder irgendwelche Neuigkeiten und sowas von Walross Kastanie. Und ich bin der Meinung, Walross Kastanie war auch schon einmal hier im Stream mit im Chat. Hat mal kurz Hallo gesagt oder irgendwie sowas. Ich gehe mal davon aus, bei dem Namen wird das ein Deutscher sein. Hat gesehen, ein deutscher Stream läuft. Hat da vielleicht mal kurz Hallo gesagt oder sowas. Ich bin der Meinung, ich habe den schon mal im Chat gesehen und im Discord. Walross Kastanie. Ich arbeite am nächsten Client-Release, also der Gaming-Client, das Ding hier. Ich arbeite am nächsten Release. Ich habe nicht viel Zeit, aber wenn du möchtest, kann ich deine Rotom-Form verändern. Ich habe eine Kiste mit einem Haufen von Sachen in meiner Jacke. Es ist voll mit Cardboard, Pappe. Pappboxen mit elektrischen Geräten in ihnen drin. Ich habe keinen Rotom. Also nein, danke. Aber danke fürs Angebot.
Walrosskastanie. Ich habe es nicht und du willst es nicht. Achso, wenn ich es nicht habe, dann willst du es nicht oder irgendwie so ein Scheiß. Komm uns dann da. Ja, heil mich mal kurz. Wo ist denn eigentlich der Xela so lange? Der wollte doch nur mal kurz essen gehen. Jetzt ist er seit gefühlt 2 Stunden abwesend. Ja, Corsi und Kames, die lasse ich mal in Ruhe, das sind Bosse. Die machen wir dann, wenn wir unsere Winnow-Boss-Tour starten. Kommt demnächst. Hallo, James. Corsi hat mal mit uns zusammengearbeitet. Bra. Digga, Alter. Schau dir mal all diese Pokémon an. Wir könnten sie alle klauen. Mauzi. Psst. Der Typ da wird uns noch an Kams, Kames und Corsi melden. Lass uns mal lieber hier aus dem Ärger raushalten. Aha, die haben also Angst vor Kames und Corsi. Okay. Kames, Kames. Corsi auf Korsika. Okay. Die Musik nervt so langsam ein wenig, meinst du? Ich finde es eigentlich voll beruhigend. Hat es jetzt nicht besser gemacht, oder? Wir gucken uns mal die zweite Insel an. Vielleicht ist da die Musik ein bisschen anders. Die Insel, für die man Eintritt bezahlen muss. Also, das wäre dann die Matsuki Island. Ein bisschen anders. Ich hoffe, dass du unsere Service, dass du unsere Dienstleistungen zu schätzen weißt. Und wieder ein Rotom hier. Rotom. Was ist das hier? Das sind ganz viele Rotom-Formen, oder? Warst du nett? Warst du böse oder nett oder gut? Naughty or nice? Ich würde zweimal drüber nachdenken. Das braucht man nicht. Hidden Ability. Was ist denn das hier? Was sehen wir hier? Nurse Joy? Ja, Pokémon Center, das brauche ich gerade nicht. Was ist denn das hier? Ist das hier eine Weihnachtsinsel oder was? Hallo Jungspund. Warum starrst du mich so an? Erwartest du etwa, dass ich deine Zukunft lese oder irgendwie sowas? Was ist das hier? Warum laufen hier so viele Rotom-Formen rum? Hat das was wieder mit einem Event zu tun? Die Karte sagt, das muss Matsuki Village sein. Die Heimat eines mysteriösen Lebensorbsrelikt. Irgendwie sowas. Aber wo sind denn alle? Das sind kaum. Es gibt kaum Dorfbewohner hier. Was soll ich bloß tun? Ich habe nicht genug Geld, um weg um zu verreisen. Aber was, wenn ich hier bleibe? Hallo? Die Leute wollen unbedingt von hier weg. Irgendwas passiert? Hallo? Oh, tut mir leid, ich habe dich gar nicht bemerkt, Reisender. Okay. Woher weiß sie, dass ich ein Reisender bin? Also sie wird doch wissen, sie wird doch die Dorfbewohner kennen und wenn sie mich zum ersten Mal sieht, dann weiß sie doch, dass ich ein Reisender bin. Boah, trotzdem fragen wir mal. Ist alles okay? Nein, das Dorf ist in Gefahr, zerstört zu werden von einem Desaster.
Wetterdesaster? Von einem Unwetter oder von etwas Schlimmeren? Also von Menschenhand. Ein Desaster? Was für eine Art Desaster? Kein natürliches. Es wäre einfacher zu verstehen, wenn du mit dem Dorfältesten am Schrein redest. Ich muss mich auf das Schlimmste vorbereiten. Ich sollte zu diesem Schrein gehen. Fuck, ich hänge jetzt wahrscheinlich auf dieser Insel fest, oder? Nee? Okay. Ich dachte, ich hänge jetzt hier fest. Marina. Ich kann deine Gedanken lesen. Also weiß ich, was du denkst. Ich mag vielleicht nicht so aussehen, aber ich bin eine Gedankenleserin. Oder eine... Wie nennt man denn sowas? Psychic? Psycho? Nein. Wie nennt man sowas? Medium? Medium? Ein Medium, glaube ich. Ach, hier, legendäre Pokémon verändern. Sets verändern und sowas. Hey, Discord. Ich habe ein paar richtig gute Angebote heute. Boah, ist schön für dich. Oh, da war eine TM dabei. Was war das? Hellseher. Hellseher, könnte man auch sagen, ja. Taunt. Nee, brauche ich nicht. Was ist hier los? Ja, ein Kuhstall. Ohne Kühe. Super. Super, duper. Hey, wie geht's dir? Du solltest mal versuchen, gegen andere Spieler im Ranglisten-PvP zu kämpfen. Das sollte dir zusätzliche Belohnungen geben, wenn du eine bestimmte Wertung erreichst. Ich werde dir auch extra PvP-Coins geben, wenn du 5 Ranglisten-PvP-Spieler in einer Woche gewinnst. Das ist wirklich gar nicht. Ich mach kein PvP, lass mich in Ruhe. Ich bin PvE. Was sagst du bei dir dann eher Dunkelseher wegen deiner Seele, aber das ist ja von Wesen zu Wesen anders. Das ist gemein. Woher wusstest du das? Gott, klingt das schrecklich. So Cartoon-Villain-like. Bräuchte ich noch eine Katze, müsste ja wie Dr. Kralle bei Inspector Gadget jetzt hier die Katze kraulen. Was sind denn hier alle? Was ist denn los, ey? Alles verlassen. Ich möchte wissen, was für ein Desaster hier los sein soll. Ach, die wussten, dass ich vorbeikomme. Das wird das Desaster sein. Ja, logisch. Macht Sinn. Wächter, Wächter. Hey, Xela! Was ist denn los? Bist endlich wieder da? Hast aber lange gegessen, du. Der Lord ist gerade beschäftigt. Daher kannst du nicht eintreten. You shall not pass! Jo, hat alles ewig gedauert heute Abend. So, auf ins Ranking bei D3. Ich? Nee, nee. Aber du kannst es gerne probieren. Es begonnen damit, dass mein Vater sein lautloses Handy nicht wiedergefunden hat. Das ist schrecklich, ne? Das ist schrecklich. Aber ich habe coole Funktion auf meiner Smartwatch. Kann ich mein Handy kann ich auf Handy suchen gehen und dann fängt es an Geräusche zu machen. Und ich glaube, das geht sogar, wenn es lautlos ist. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das wird dann irgendwie geforst, weil das dann quasi ich weiß nicht, es zählt dann glaube ich als Media Lautstärke und nicht als als Klingelton oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste es mal ausprobieren. Aber so ist es cool.
Hab meinen Eltern nun gegenseitig eine Handyortung draufgeschmissen. Nee, mache jetzt erst Rankingportal, das mich in die Top 1000 bringt, aber da geht noch viel, weil ich die Rifts in 5 bis 7 Minuten mache aktuell. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich muss mal auch gucken, ob ich vielleicht irgendwann mal dahin komme. Ich mache ja auch noch nebenbei ein paar andere Spiele und so. Und ob ich die Zeit dazu finde, dann so viel Diablo zu spielen, weiß ich nicht. Aber ich werde es auch versuchen. Aber dir viel Erfolg. So, also. Berater Koga. Koga, das ist doch ein Ninja-Name. Berater Koga. Matsuki Village. Ich habe eure Sorgen gehört über die Gefahren des Schreins. Was? Achso, über die Gefahren, dass der Lebensorb des Schreins gestohlen werden könnte? Oder gestohlen wurde? Bin mir nicht sicher. Der Lord weiß über die Wichtigkeit der Kugel und des Orbs für dieses Land Bescheid. Und er versucht, also es wurde schon gestohlen, und versucht, sie zurückzubekommen. Und zwar so schnell wie möglich. Dennoch ist es wichtig, dass ihr euch nicht aufregt, dass ihr nicht in Panik verfallt. Ich wette, der Lord hat die Kugel geklaut. Dorfbewohner. Zurzeit ist es sehr möglich, dass der Wächter das Dorf zerstören könnte. Was? Der Wächter zerstört das Dorf, weil die Kugel geklaut wurde? Es sollte einfacher sein für dich oder für euch, ruhig zu bleiben. Weil ihr ja im Schloss des Lords seid, ja. Koga, ich, Koga, schwöre hiermit, dass ich die Wachen losschicken werde. Dass ich so viele Wachen losschicken werde, wie wir entbehren können, um das Kämpfen außerhalb der Stadt zu stoppen. Und zwar so bald wie wir können. Der Lord musste sie dünn strecken. Also, er hat gerade nicht so viele Wachen zur Verfügung, ne, weil sie halt an vielen Orten gebraucht werden, ne, so in etwa. Daher frage ich euch, oder bitte ich euch, im Dorf zu bleiben, bis die Situation unter Kontrolle ist. Der Wächter des Schreines wird hier sein, um all eure Sorgen zu beantworten. So, jetzt lese ich mal den Chat. Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich spiele auch gerade viel Seven Days to Die. Muss ich auch mal wieder. Ich habe einen Server laufen, aber ich komme nie dazu, es zu spielen. Ich wollte es mit mehreren Freunden zusammen spielen. Die haben immer keine Zeit. Dann hatte ich immer keinen Bock, alleine zu spielen. Und jetzt das Problem, dass der Server einfach nur leer rumsteht. Aber wir machen auch irgendwann mal wieder Seven Days to Die. Wahrscheinlich, wenn ich mit Diablo 3 dann durch bin. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. War schön, dich kennengelernt zu haben. Follow ist da und komme sicher wieder. Aber die Musik macht mir Kopfweh. Ah, sorry. Die Pokémon-Musik? Es tut mir leid. Wie kann man was gegen Pokémon-Musik haben? Naja. Wenn du mal wieder Diablo spielen, ne? Schaust du mal rein. Oder zu Seven Days to Die. Maskoshia. Wir sind verloren. Wann werden die Wachen hier sein? Hallo Wanderer. Oder Wandernder? Wanderer? Keine Ahnung. Ich habe dich erwartet. Ich habe eine Vision bekommen, dass ich dich erwarten sollte, wenn das Desaster zuschlägt. Kann ich dir helfen, Wanderer?
Wer zum Teufel bist du? Mein Name ist Mats Koschier, Wanderer. Bin der Matze Klob. Ja, du kannst mich auch Super Richie nennen. Okay, Matze Klob. Viele meiner... Ich möchte nicht sagen Brüder oder sowas. Viele meiner Mitbürger... Mitbürger passt, ne? Viele meiner Mitbürger... Oder meine Familie. Viele meiner Art haben dieses Königreich schon seit langer Zeit beschützt, Wanderer. Dieses Dorf ist Teil eines Königreichs. Richtig? Hahaha, ja, junger Wanderer. Aber wer redet schon gern über Politik heutzutage? Lass uns auf diese Krise fokussieren, die vor uns liegt. Okay. Ich gehe wieder. Tschüss. Alter, was ist hier los? Also warum ist das Dorf nicht so in Panik? Also, der Live-Orb fehlt? Okay. Was bedeutet das? Der Wächter wird euch angreifen? Was? Also, Matze Klob sagt, Matsuki Village ist einem bösartigen Diebstahl zum Opfer gefallen, Wanderer. Unser wertvollstes und heiligstes Relikt wurde letzte Nacht aus dem Schrein gestohlen. Okay, was war das? Ein mächtiges Artefakt, das so ähnlich ist wie ein, ja, eher übliches Life Orb. Also Life Orb hat man ja als Item manchmal, ne, für Pokémon. Von denen du wahrscheinlich schon öfters mal gehört hast, Wanderer. Dennoch hat dieses eine mächtige Macht wie keine andere. Der Diebstahl hat unsere Wächtergottheit erzürnt, welche begonnen hat, ihre Macht zu entfesseln in der näheren Umgebung. In der Umgebung. Die rohe Energie. Das Freigeben dieser rohen Energie hat andere Pokémon zur Grenze oder in die Nähe der Stadt angelockt. Oder in die Nähe des Dorfes angelockt. Sie kämpfen nun alle in einer betrunkenen Wut. Kann man das so sagen? Also quasi trunken vor Wut, blind vor Wut. Nicht dazu in der Lage, sich selbst zu kontrollieren. Okay, also ganz viele Pokémon kämpfen jetzt einfach in der Nähe des Dorfes. Was eigentlich schlecht ist, weil wenn so ein Glurak oder irgend sowas einfach mal so ein Erdbeben oder so ein Flammenwerfer irgendwo rumhaut, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen Sachen kaputt macht. Ah, okay, und was haben deine Visionen nochmal gezeigt, was ich tun würde? Sie haben mir gezeigt, dass große Helden zusammenkommen würden in Zeiten der Not dieses Landes. Ein Fremder, neu in diesem Land, mutig auf die Reise begebend, drei Edelsteine zu sammeln. Drei Edelsteine also, ja. Das ist richtig, Wanderer. Das besondere Live-Orb-Artefakt wurde gestohlen. Das gestohlen wurde, ist gerade etwas
ist gerade nur ein bisschen mächtiger als eine ganz normale Life Orb. Aber nur... Wie übersetze ich das am besten? Ich gebe es sinngemäß wieder. Ich weiß schon nicht mehr, wie ich ordentlich reden soll. Wenn du diese drei Steine hast, dann wird diese Life Orb super mächtig. Wenn du sie nicht hast, dann ist die Life Orb nicht so besonders. Wir müssen die drei Steine suchen, damit wahrscheinlich der Dieb die nicht vor uns findet und nicht die Macht des Life Orbs entfesselt. Irgendwie so, wahrscheinlich, schätze ich mal. Es sind halt diese drei Steine, die der Orb, dem Orb die immense Macht gibt, für die er berühmt ist in den Legenden. Warum können die nicht einfach mal gerade Sätze sprechen? Alles muss immer so verwirrt und durcheinander sein. Oh, ich hasse dieses Spiel manchmal. Das Übersetzen hier ist schrecklich. Die Edelsteine wurden in drei Dungeons, ihres eigenen Elementes weggesperrt und liegen dort schlafend, ruhend, seit vielen Generationen. Eins in einem Tempel versteckt durch dichtes grünes Gewächs. Passt, oder? Ja. Eins tief in geschmolzenen Stein eines Vulkans und eines bewacht unter den Tiefen der blauen eiskalten Wasser. Lang die Schnauze voll von übersetzen. Wir steuern wahrscheinlich schon langsam auf den Feierabend so. Weil man merkt, meine Leistung geht runter. Du bist derjenige, den ich gesehen habe in meinen Träumen. Der sie sammeln würde vor dem Dieb, bevor der Dieb sie sammeln kann. Für seine eigenen bösartigen Zwecke. Ich bitte dich, dass du uns doch hilfst. Dass du uns hilfst, Wanderer. Bevor die Wächtergottheit die Stadt zum Ruin, in den Ruin bringt. Durch ihre blanke Wut. Durch ihre blinde Wut. Okay, aber wie werde ich diese Dungeons empfinden? Gerüchten zufolge befinden sie sich im Osten des Dorfes Wanderer. Jedoch wirst du das Pokémon erst beruhigen müssen, bevor du fortschreiten kannst. Welches Pokémon? Das Wächter-Pokémon, die Wächtergottheit? Oder was? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das annehme, dann hängen wir wahrscheinlich morgen den ganzen Tag wieder hier dran fest. Obwohl ich doch morgen eigentlich den Battle Tower fertig machen wollte. Aber... Okay. Ich akzeptiere es, diesem verzweifelten Dorf zu helfen. Nun gut. Ich könnte niemals Leute abweisen in so ich habe gerade noch Desperate übersetzt, das weite Ding, was es heißt. Ich habe doch gerade eben Desperate noch übersetzt. In so hilflosen Zeiten, keine Ahnung. Ich werde jetzt losmachen.
Warte, Wanderer, bevor du gehst, es gibt ein Lied, das in diesem Dorf erhalten wurde. Wahrscheinlich aus alten Zeiten erhalten, ne? Es spricht von einer Legende. Wie sind die Legende? welche genau den gleichen Tests einst gegenüberstand, den du auch entgegentreten musst. Und sie mögen wieder auftauchen. Und diese Legende würde wieder auftauchen oder sowas. Um das Königreich, um zu helfen, das Königreich zu retten. Falls die Legenden wahr sind. Also irgendeine legendäre Person von damals soll jetzt wieder auftauchen, um uns zu helfen, das Königreich zu retten. Ist das richtig verstanden? Glaubst du wirklich, jemand aus einem uralten Lied könnte noch am Leben sein? Ich bin mir nicht sicher, Wanderer. Es sollte unmöglich sein. Jedoch könnte ja sein, dass die Legende kein Pokémon ist, kein Mensch ist, sondern ein Pokémon ist. Und die können ja auch ein bisschen älter werden, ne? Es gibt viele Geschichten von aus diesen alten Zeiten, die sehr verrückt klingen. Aber die Narben, die sie bis heute zurückgelassen haben, sind nun mal unerklärlich. Also, die müssen wahr sein, anders könnte man sie nicht erklären. Ich würde einfach nur, ja, wie nennt man das, open-minded sein. Ohne Vorurteile rangehen oder alles Mögliche erwarten. Keine Ahnung. Ich kann nicht mehr übersetzen, es tut mir leid. bleib einfach für alle Möglichkeiten offen. während ich dieses Lied von unserem Helden und dem Lord dieses Königreichs, der Vergangenheit dieses Königreichs singe. Legenden erzählen von einem großartigen Königreich, das von einem schrecklichen von etwas Schrecklichem befallen wurde. Der Lord kämpft und die Furcht ließ die Hoffnung verschwinden. Traurigkeit regierte das Land jahrelang. Ein zerrissenes, zerbrochenes Land. Verursacht durch einen grausamen Mann, der Chaos mit dem Lebensorb verbreitete und Pokémon unter seinem Kommando, unter seinem Befehl hatte oder sowas. Dann tauchte ein Trainer während Winterzeiten, es ist nicht ganz Winter, es ist gerade Ende September, aber Winter kommt langsam. Winter is coming. Dann ein Trainer während Winterzeiten erschien, um die Verbrechen ungeschehen zu machen. Er war bekannt als Nico, der große Trainer, der großartige Trainer auf
Von Pokémon Revolution Online. Wer zum Teufel ist Nico? Ist das wieder irgendein Mod oder sowas? Er kam, um dem Königreich Licht zu bringen. Seine Pokémon schienen hell. Oder erschienen hell. Scheinten hell? Keine Ahnung. Er wanderte durch dieses Chaos, nahm sein Pokéball, wanderte über den See, durchquerte den Wald und den Berg. Nico, mutig, weise und stark. Ein Junge, doch so jung. Welcher ja gut und falsch voneinander unterscheiden konnte. Aber die Zeit schreitete fort und er verschwand. Er schlug die Dunkelheit hinfort, machte den Nacht zum Tag. Ein Junge, doch so jung. Wieder das Gleiche. Welcher gut und falsch unterscheiden konnte. Aber die Zeit schritt fort und er verschwand. Geh durch die Ödländer, Liskop. Ich hab die Schnauze voll. Ich bin kaputt. Oh Gott, das Übersetzen hier ist manchmal schrecklich. Nehmt ihr es mir übel, wenn wir jetzt hier Feierabend machen? Und dann morgen gucken wir, wie es hier weitergeht. Und falls wir das morgen diese Questline schaffen abzuschließen, würde ich dann noch morgen versuchen, den Battle Tower nochmal zu schaffen. Mit einem Boss-Team. Das wäre so der Plan. Aber für heute, ich kann nicht mehr. Mein Schädel brummt. Wieder jetzt 3 Stunden lang übersetzt und gelabert. Ich kann nicht mehr. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich sag meistens, ich hoffe, ihr hattet Spaß. So viel Spaß wie ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier Spaß hatte. Das war eine Quälerei. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann morgen, denke ich mal. Ne? Was sagst du? Ich verzeihe dir. Aber nicht, weil du kaputt bist. Das bist du immer. I'm a broken man. Wir sehen uns morgen, Leute. Ne? Danke fürs Reinschauen. Euer Discord und das Anton. Tschüss.